Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 334 von Simutrans. Ja, Tante Mimi hat geschrieben, dass ich doch vielleicht mal schauen sollte, dass ich die Züge wieder aus dem Dingens hier raushole. Und ich bin der Meinung, dass ich gar keine reingeschickt habe, sondern die alle kurz vorher wieder rausgeholt habe. Da müssten wir mal checken. Ja, jetzt ist die Frage. Jetzt müssen wir mal gucken. BASD ist natürlich schon mal definitiv falsch. Ich glaube, ich gehe mal über die Karte. Das war, wir haben hier ein Zugdepot. Wir haben hier ein Zugdepot. Also das eine hatten wir ja gerade schon reingeguckt. Hier ist kein Zug drin. Und hier wäre es dort oben irgendwo. Da. Und hier ist auch kein Zug drin. Ich glaube, ich habe die alle wieder rückgängig gemacht, Tante Mimi. Das müsste eigentlich klar sein. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir da mal weiter, was wir dann als nächstes machen. Ich hatte ja davon gesprochen, dass wir Bushaltestellen oder Bahnhöfe optimieren. Tante Mimi hatte mir noch geschrieben, außer dem Dingens, dass ich diesen Zug, der Stahl und Granulat hat, vielleicht nochmal aufarbeiten sollte. Nach dem Intro schauen wir da weiter, ne? Bis gleich. So, dann müssten wir mal schauen in die Linie. Ich weiß nicht, ob ich den hier bei der Linie Güterzug Maschinenfabrik Stahlwerk. Nee, aber ich könnte sie hier Hedenburg-Hardexen Sand. Verpackung Zementwerk? Nee. Hier steht der Kohle auch nicht. Ja, ist jetzt schwierig, wo der ist, ne? Ich glaube, wir suchen den lieber über die Linie. Über den Bildschirm. Hier muss er hin. Da ist er nicht. Habe ich den umgebaut? Ich glaube nicht, ne? Der fährt ja hier irgendwo ganz weit, ne? Da ist er doch schon. So, den sollten wir dann umbauen. Wir gucken mal die Linie an. Wir müssen dann aus zwei Linien natürlich aus einer Linie natürlich zwei machen. Und zwar ist das Riedenburg Raffinerie. Die Raffinerie braucht Stahl, oder? Nee. Ist das denn hier jetzt so richtig? Kunststoffgranulat, da gibt's das. So ist es. Das heißt, das Kunststoffgranulat. Ja. Ich glaube, wir nehmen mal einen Zug. Na, das ist jetzt nicht so toll. Jetzt habe ich es wieder weg, ne? Ach, wir sind da dran und dann geht der Fall da. Naja, okay, dann machen wir es so. Ach, hier fährt er ja noch, ne? Also das Güterzug Stahlgranulat. Das müssen wir ändern. So, das haben wir schon mal. Güterzug Stahlgranulat. Jetzt müssen wir nur gucken, wer wohin. So, Granulat ist hier. Er kriegt das Granulat, richtig? Kunststoffgranulatverbrauch. Das heißt, da machen wir jetzt eine neue Linie, ne? So, das ist ein Zug, eine neue Linie und zwar Granulat. Nee, sind wir schon irgendwie falsch gerauscht. Sind wir schon so weit vorbei. Wo ist denn das jetzt? Hier irgendwo, ne? Nee. Aber oh, gibt's doch jetzt gar nicht, oder? Hier ist es. So, das bedeutet, wir brauchen hier einen Zug. Und dieser Zug muss jetzt mit dem Kunststoffgranulat
Zum Verpackungshersteller, also hierhin. Und zwar muss er hier bei Riedenburg Raffinerie 100% laden. Und da fährt er nur hin. Und dann ist die Linie schon fertig. Und die Linie heißt Güterzug Raffinerie Verpackungsmittel. Heißt doch so das Ding hier, ne, oder? Ne, Verpackungshersteller. Fertig. So, da muss ein Zug dann drauf. Und der zweite ist dann Stahlwerk. Nochmal Verpackungshersteller. Ist das der, der jetzt auch den Stahl braucht? Ach so, haben wir hier oben offen, ne? Ja, der braucht Stahl. Gut, das heißt, zweite Linie ist von da nach da dann. Gut, das heißt, lass das mal offen. Das kann zu und wir müssen aber noch das haben. Gut, da gibt es dann eine neue Linie, wieder Zug. Ist dann von hier mit 100% Laden. Nach da fertig und fertig, Linie schon erschaffen, Güterzug Stahlwerk Verpackungshersteller. Gut, haben wir. So, jetzt muss er hier nur runter dann da. Machen wir mal auf nicht laden. Der kann zu. Wo fährt denn er jetzt hin? Kunststoffgranulat fährt er gerade durch die Gegend. Ja, das bringt jetzt nicht viel, ne? Wir können aber schon mal definitiv, ne, können wir nicht den Stahlzug. Machen wir gerade verfolgen und machen wir gerade schneller. Fährt er denn jetzt lang da? Ah, da gerade abgeliefert, sehr gut. Dann kann er jetzt zum Depot fahren. Und das machen wir auch nochmal. Fährt über die halbe Karte, oder? Ja. Dann kommt er jetzt da oben an und da können wir jetzt umbauen. So, na, das ist jetzt schlecht, sondern wir müssen dahin, machen aber mal schnell langsamer. So, er verliert jetzt hier seine Stahlanhänger. Mindesthaltlänge so und so viel. Aber die sind schon veraltet, oder sehe ich das? Waggons. Und zwar, das ist Granulat, ne? Siloware, okay. Kunststoffgranulat, da. Aha, der fährt schneller. Wie schnell fährt die? 160, das heißt, wir mustern die alle aus. Jetzt machen wir Haltlänge 15. Und dann kommt er auf die Linie Güterzug Raffinerie Verpackungshersteller und starten. So, das können wir hier alles voranstellen, nicht, sondern verkaufen. Die können weg und der fährt da schön los. Irgendwie habe ich die Karte gedreht. Kann das sein? Ja. So ist richtig, ne? Ja. So, das ist geklärt. Jetzt brauchen wir auch noch einen zweiten Güterzug.
Loks. Jetzt gucken wir gerade erstmal nach Waggons mit dem Stahl, wie schnell die fahren können, oder? Ja, ist wohl noch. Nee, verkaufen wir. Bringt auch nichts, die großen Dinger, weil der fährt viel schneller. Los, den dahin. Aber eine Lok dazu erstmal. Und zwar nehmen wir diese hier, ne? Unser Lieblingsmodell eigentlich, oder? Ne, verkaufen ist nicht, ne? Anhängen. Der hat mehr Leistung, fährt natürlich auch schneller, aber bringt es uns ja nicht mit dem Schnellerfahren. 656, ich glaube, das ist schon hier die Top-Lok dafür, ne? Und da müssen wir jetzt halt Länge 15 hin schaffen. Und dann kommt das Ganze auf Güterzug, Stahlwerk, Verpackungsmittel an. Körper das, ne? Da ist es. Und starten. Okay. Der fährt, der ist geklärt. Dahin. Dort nochmal hin. Und die eine Linie Stahlgranulat, die hatten wir ja, die kann jetzt gelöscht werden. Gut, dann haben wir das Ding, was Tante Mimi gesagt hat, auch los. Passt, ne? So, und dann war jetzt das nächste Ziel, entweder zu schauen, wo sind überfüllte Bahnhöfe oder Haltestellen. Was vielleicht auch Sinn macht. So, jetzt ist dieser Radaufzell Nord aus Mühle. Was liegt denn hier? Stück gut wartend. Backwaren. Die müssen zum Markt. Wer bringt denn das hier zum Markt? Obst geht auch zum Markt. Hier muss was alles zum Markt abgeholt werden. Was macht denn dieser LKW hier? Der bringt Backwaren und Eier zum Markt. Okay. Das bedeutet, da sind zu wenig LKW drauf in dem Sinne. Da haben wir diese Linie hier so gemacht, die hier so lang geht zum Markt, ne? Oder? Nee, der Markt war. War das der Markt? Nein, der Markt ist. Ach, wenn so eine Stadt größer wird, ne? Das ist doch der Markt, ne? Doch, passt. Ja, die fahren hier so lang. Ja, das bedeutet, da muss noch eine bessere Lieferung hin. Hier. LKW. Und was sind das alles? Paletten waren das alles, oder? Obst sind Paletten und ja, die Eier auch noch. Alles zum Markt hier. Der Markt bräuchte schon tatsächlich einen eigenen Anschluss, ne? Also einen Zuganschluss eigentlich. Backwaren geht ja schon mal. 13 Paletten, 15 Paletten. Und hier wären. Ja. Warte mal, das sind 13, das sind 15. Ist die Frage, welchen Anhänger kriegt der? Dann muss ich es gerade erstmal gucken. Der da. 9er. 24. Der Sattelschlepper hatte 26, oder? Ja. Das bedeutet, der kann schon mal verkauft werden. Angehängt haben wir den. Und der hier? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte den verkaufen. So, jetzt haben wir es. Anhängen wäre jetzt der. Was kriegt der für einen Hänger? Den da. Hä?
Wer zieht denn den Anhänger? Anhängen. Voranstellen. Ach, den Anhänger kann gar keiner ziehen. Auch sehr schön. Kannst den ja gleich verkaufen. Und den Anhänger? Ach so, der kann das. Ach so, nee, das war verkaufen. Ja, die Anhänger sind über, ne? Alles klar, dann wissen wir da auch Bescheid, ne? Verkaufen wir jetzt den Anhänger noch. Das heißt, wir kaufen diesen LKW und einer von den beiden kann es sein. Der. Und dann brauchen wir jetzt. Mühle, Marktplatz müsste das ja sein, ne? Mühle, Marktplatz. Marktmühle. Ist das der? Hier haben wir schon ein Problem. Super, oder? Das können wir gleich auch noch machen. Der steckt nicht mehr fest. Der steckt da drunter fest, alles klar. Also doch die Stelle da hinten wieder. Marktmühle. Getreidehof Markt. Getreidehof ist da. Okay, dann ist er das nicht. Da müssen wir mal gucken. Irgendwas passt hier nicht. Also passt schon, aber wir müssen mal schauen. Hier ist denn das jetzt hier? Marktmühle, passt schon. So, jetzt haben wir hier ganz viele Fenster offen, die uns jetzt nicht wirklich weiterbringen. Das ist Marktmühle, das passt. Wir kopieren den fünfmal oder sowas, vielleicht auch einen mehr und starten die alle durch. So, dann sind die erstmal am Laufen. Und ich würde mal sagen, wir machen erst einen Cut und das, was hier feststeckt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!